dreimal dürft ihr raten, wer schon wieder krank ist. Dieses Wochenende habe ich frei. Also habe ich mich spontan dazu entschieden, nach Jasper zu fahren. Und ich bin jetzt natürlich ein bisschen spät losgefahren, aber macht nichts. Ich fahre jetzt ungefähr 3-4 Stunden. Das passt. Jetzt ist es 12:30, glaube ich. Boah, ist das windig. Ich hoffe, man hört nicht. Er hat mich hier gerade an den Straßenrand gestellt, um kurz eine Pause zu machen. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, nach Jasper zu fahren und mache jetzt ein spontanes Campingwochenende. Habe hier alles schon ready hinten, mein Bett. Ich habe von meinem Chef eine ganze Menge Campingkram noch bekommen. Und dann schauen wir uns Jasper mal an, weil ich habe natürlich von Kanada selbst, außer von dem, was ich bei der Arbeit habe, noch gar nicht so viel gesehen. Kurzes Update, ich mache gerade eine Pause, es sind glaube ich um die 200 Kilometer und ich werde langsam müde und hungrig. Hier auf dieser Rest Area gibt es aber nichts irgendwie zu essen oder so, deswegen schaue ich gleich mal, wo ich da was zu essen kriege und dass ich mir auch ein bisschen was hole für morgen früh und heute Abend vielleicht noch. Heute Abend gibt es Elkwurst, also Elch, da hat mir mein Chef ziemlich nice, einfach selbstgemachte Wurst mitgegeben. Die hat er selbst gejagt und selbst verwurstet. ja, so viel das Update. Jetzt geht's weiter. Das war mega lecker. Ultra ungesund, macht nichts. Wir sind bald da und in. Hier ist der Ort, habe ich vergessen. In dem letzten Ort vorm Nationalpark gehen wir dann nochmal tanken und Groceries, also Lebensmittel kaufen, dass ich halt nochmal ein bisschen ja, set bin für die nächsten Tage. Für morgen. Ich fahre morgen wieder zurück. Habe ich mich ja gerade so einen Parkpass gekauft. $10 bis morgen. Ich weiß gar nicht, wie schnell man hier fahren darf. 90, okay. Und ja, ich denke, damit bin ich jetzt erstmal gut hier. Wir sind in Jasper angekommen. Zu dem Campingplatz, den ich mir rausgesucht habe, ist jetzt noch ungefähr 30 Kilometer oder so. Und ja, fahren wir jetzt erstmal weiter. Ich weiß auch nicht, ich habe so das Bedürfnis, die ganze Zeit anzuhalten und irgendwas zu fotografieren, weil hier einfach so viel geile, oh, das ist die Straße, aber dahinter ist so ein richtig geiler, so ein See. Und das ist einfach am Straßenrand hier und ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, einfach anzuhalten und Fotos zu schießen und so ein bisschen Videos zu machen. Und gerade eben hat mich so ein Chineser angesprochen und der hat wahrscheinlich kein Wort Englisch gesprochen, hat da einfach nur auf meine Kamera gezeigt, weil er die Fotos sehen wollte. Meinte dann nur so, jetzt geht's aber zum Campingplatz, jetzt ganz sicher. So, ich bin jetzt hier auf dem Campingplatz angekommen. Draußen hingen die ganze Zeit schon Schilder, dass hier alles voll ist, aber es sieht eigentlich relativ leer aus. Und jetzt stehe ich hier erstmal in der Schlange, weil hier eine ganze Menge Leute offensichtlich noch einen Platz haben wollen. Ja, mal gucken, ob ich hier noch einen Platz kriege. Sieht mal aus. Denn vielleicht muss ich irgendwo wild campen oder so. $16. Und hier gibt es keine speziellen Spots. Ich kann mir jetzt einfach was suchen und mich da hinstellen. Leider ist ein Fireban momentan, also keine Campfires, aber das macht nichts. Und ich gucke jetzt gerade mal, wie weit ich hier ins Hinterland reinfahren kann, auf den Straßen, um mich halt da irgendwo abzusetten, zu setupen, whatever. Was soll's.
Kaffee machen beim Camping ist aufwendig. Jetzt wieder auf den Weg. Es ist 12 Uhr mittags. Ich habe aber auch bis 11 gepennt, glaube ich. Erstmal Wasser auffüllen und dann fahren wir noch kurz zu ein oder zwei Seen hier in Jasper, bevor es dann wieder zurückgeht, weil ich muss morgen ja wieder arbeiten. Und ich hoffe, dass ich bis dahin dann auch wieder fit bin, weil die letzte Nacht habe ich gut gelitten. Ich glaube, ich hatte auch Fieber und so. Geil! Also mein Immunsystem ist on point. So, wir sind jetzt hier am Medicine Lake angekommen. Den zeige ich euch gleich auch. Vorher mache ich mir noch ein paar Brote. Einfach, weil ich gut Hunger habe. Weil ich heute noch nicht gefrühstückt habe. Ich habe bisher nur meinen Kaffee gehabt. Und deswegen. Und zwar gibt es zum Frühstück das gleiche, was es gestern zum Abendessen gab. Das war's jetzt schon mit dem Video von dieser Woche. Hier findet ihr das Video vom letzten Mal über das Rodeo. Und hier unten könnt ihr abonnieren, einfach draufklicken. Macht's auf jeden Fall, dann verpasst ihr nichts. Vergesst auch nicht, dieses kleine Glöckchen zu klicken. Dann seid ihr immer am Start. Und unter diesem Namen könnt ihr mich bei Instagram finden. Da gibt es auch ein paar wunderschöne Fotos von mir. Und ja. Ich hoffe, ihr bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Mal.